24 Angler. Wegfisch, Amos. 12 Teams. No! 8 Nationen. 2 Gewässer. Ja! Wow! 1 Zielfisch. Und 1 Pokal. Der YPC Bass 2024 wird euch präsentiert von B1 Boots Center. Wir bauen dein Boot. Hearty Wise, feel the difference. Und LMAB, every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 4. Episode des YPC Bass 2024 und damit zur 2. Hälfte von Tag 1 in Gruppe B. Bei hochstehender Sonne und wenig Wind haben sich die meisten Angler in den ersten Stunden schwer getan. Nur ein Team benötigte kaum Anlaufzeit. Daniel Andriani und Paul Lunon haben für den ersten Angeltag bereits die maximale Anzahl an Wertungsfischen eingereicht und können sich in der 2. Tageshälfte voll aufs Upgraden konzentrieren oder versuchen, die bisher vernachlässigten Topwater Bass frühzeitig abzuhacken. Dahinter klafft eine kleine Lücke. Weil Ciro Godillo gegen Ende der letzten Folge eine kleine Serie gestartet hat, die Luis Mendez eindrucksvoll als Übersetzer begleitet hat, muss sich auch Triton Cell keine Sorgen darum machen, die Chance auf die Full Card an Tag 1 zu verspielen. Alle anderen Teams allerdings stehen unter Zugzwang. Sowohl Ilex als auch Zack auf den Rängen 3 und 4 fehlt noch ein Fisch, um das Minimalziel am Garcia Sola zu erreichen. Bei den Schlusslichtern von Headbanger und Hearty Rice ging noch gar nichts. Es wird spannend zu sehen, wie die Teams mit dem zunehmenden Druck umgehen. Zum Start springen wir aber an die Tabellenspitze, wo Daniel und Paul trotz Führung nicht locker lassen. Wir haben uns entschieden, einfach den Livescope runter zu tun. Wir werden nicht so wirklich aktiv pelagic fischen, aber wir sind tatsächlich in einem relativ tiefen Spot, wo wir hier gerade sind. Und haben gedacht, naja, wir können zumindest ein bisschen schauen. Vielleicht sehen wir irgendeinen Bass oder so zufällig. Ehrlich gesagt, beim Training haben wir, wenn wir irgendwas gesehen haben, meistens war das Zander, aber irgendwann darf man das benutzen. Wir sind jetzt in einer tiefen Stelle und deswegen machen wir das jetzt direkt. The first episode was not that good for us, so we but we worked it out. Spot. We want to show you a very, very beautiful spot. Yeah. Here behind, it's like a big stone, like Arizona. Like Arizona, yeah. For sure. You will catch topwater fish now. Yeah. Okay. For huge lunkers. And I try again. The finesse craw here on the drop shot and fingers crossed. For sure. Run, look at this. He broke the line and then he jumped. Guys, welcome to episode 2. We are very constant, deliver nothing, just broken line, losing fish. Here we are. But at least we have some good action. And we have the fish. Yeah. Just no. No luck. We need you in the command, please cheer us up because that's a bad start right now. Ah, weg! Ehrlich jetzt? Wow! Fuck! Unglaublich. Der war unter dem Krautputz gestanden und ich habe genau an den Krautputz geschmissen. Wie er aufkommt, boom! Ich habe ihn ja gesehen. Ja, ja. Ich habe mal gesehen, dass er dran war. Ja, war er drauf. Fuck! Zu wenige Drillinge. Ich hab's gleich gesagt. Shit. Mach doch den Köder ab und wirf nur mit dem Drilling. Ja, der mag nicht mehr, Alter. Der mag die nächste Zeit nicht mehr. Nee. Ah! Aber vielleicht sollte man wirklich mal das. Ich habe keine Ahnung, wenn jetzt eh nichts geht, Frank.
Weißt du, was ich meine? Dass man sagt, man fährt das Ufer entlang und macht wirklich mal Würfe. Ja. Vor das Boot am Ufer entlang. Ja. Wenn die wirklich da am Ufer stehen. Ja. Hast du gesehen, das war kein schlechter Fisch, ey. Aber wir wissen ja, wie das ist. Ja, ist noch nicht ganz viel mit den Regeln vom YBC, dass man die Fische nicht so raushebt. Das ist beim Bassangeln ist das Standard. Und er ist Bassangler und hat das gerade kurz vergessen. Müssen wir heute 10 Minuten eher zur Bar heute Abend. No pasa ningún problema. Porfa, sí. 0.55. 5,6. Bien. So. Bis zum nächsten Mal. Wir haben 3-4 Stunden gar nichts gefangen. Und dann hat er gesagt, gut, wenn das nicht funktioniert und das nicht funktioniert, dann müssen wir so machen. Und dann haben wir einen Fisch nach dem nächsten gefangen. Gut, hauptsächlich er. Ja, heute auch. Erstmal wieder schlechten Start gehabt. Aber auf irgendeine Methode kriegt man die Fische am Ende doch. Und das ist dann Erfahrung. Das hat er heute wieder bewiesen, dass er das beherrscht. Den Bass hat das Rausheben offensichtlich nicht allzu sehr beeindruckt. Trotzdem bleiben wir streng. 10 Minuten Zeitstrafe für Luis und Ciro am Ende des Angeltages. Immerhin aber ein weiterer Wertungsfisch. Bei Julot und Fred sieht es weiterhin sehr mau aus. Okay, so we really struggle. We miss important fish. We lost them. But that means also that the technique that we use, combining soft bait, crank and top water, could work. And now the top water is very, very important as well. We don't know tomorrow if we can make it. And it looks like there's some activity. So what I do is I really cover a lot of kilometers, a lot of shoreline, trying to fish fast and get like a reaction bite. And if I see that there's a fish in some place, then I will come back later if I miss it. So I mark all the spots where I miss the fish. And if I didn't really hook them, I'm going to come back and try to fish them again. So that's the plan for now. And yeah, at least the first half of the episode, we're going to do that. Let's go. Also am fehlendem Einsatz oder mangelnder Akribie liegt es wirklich nicht. Aber so ist Angeln manchmal. Wir nutzen die Gelegenheit, um einmal kurz auf die Position der Teams zu blicken. Zack ankert jetzt in einer kleinen Bucht im Westen. Hardy fischt am nordöstlichen Rand. Daniel und Paul stehen weit im Süden. Headbanger am Zugang zur Flachwasserbucht und Mark und Mattia befinden sich jetzt dort, wo gerade noch ein anderes Boot stand. Ja, wir sind in einer großen Bucht und haben jetzt ein bisschen Strecke gemacht auf der Suche nach ein paar Fischen. Und jetzt haben wir den Hotspot-Bereich allein gelassen und Marky Boy kam um die Ecke gefahren und fischt da jetzt auch. Ich bin mal gespannt, ob er gleich auch ein paar Fische meldet. Schwarzbarsche wird er da auch sehen. Gucken, ob er sie auch fängt. Good morning, Mark. Good morning. Welcome to the first spot. We finally start the fishing day. Let's see if we can catch a fish on top water. We don't know if they bite or not. Let's find out. We'll see. Yeah. I don't know. No, maybe not. But that was a bigger fish from the two, so. Okay. 61. 0.61. Okay. Ein weiterer Keeper
Die sind eben zwei Fische rumgezogen, weightless. Nicht ganz weightless, aber einen Flickshake hingeworfen und hat gleich zugeschnappt. Aber immer noch kein Riese. Oh, okay, at least something. The way he took it, he might have also took the popper, because he wouldn't straight to it. Fisch Nummer 3 für Elex und der ist potenziell wichtig. Die eben noch benachbarte Konkurrenz ist derweil ein Stückchen abgetrieben und hat offensichtlich nichts davon mitbekommen. Ich hatte ganz kurz einen Fisch drauf, aber der hing wahrscheinlich nicht gut. Ich glaube, mein Haken ist ein Tick zu klein. Er nimmt eine Nummer größer und ich werde jetzt mal wechseln, aber ist cool, den ersten Biss jetzt auf, ich sag jetzt mal, so einen komischen, abgespaceden Köder zu haben. Man führt den sehr, sehr langsam. Man kratzt den über den Boden, das macht man über die Rutenspitze. Und man achtet tatsächlich dann auf den Schnurbogen, den man hat. Also ist komplett ohne Gewicht. Und man sieht dann in der Schnur auf einmal so den Biss. Ja, und dann wartet man ein, zwei Sekunden und dann gibt man ihn ordentlich ein. Ja. Mich freut es, dass wenigstens schon mal funktioniert hat, dass ich den Köder richtig präsentiert habe. Und hoffentlich kriege ich gleich auch noch mal einen raus. Aber ich bin happy. Ich bin zufrieden hier. Ich fische hier mit der Barschalarm-Serie. Das ist die Solid-Tip. 2 bis 7 Gramm. Die Rute wiegt 92 Gramm. Und lässt sich hervorragend für Finesse-Angelei nutzen. Und als Rolle fische ich eine 2000er Zeck-Rolle, die jetzt neu ins Programm mit aufgenommen wird. Und die Schnur ist eine 12er Motorschnur. Also ich fische die Rute sehr gerne für die Finesse-Angelei durch die Solid-Tip, die dann gerade beim Schwarzbarschangeln oder beim Barschangeln allgemein leicht nachgibt und der Fisch nichts merkt und in Ruhe erstmal den Krebs aufnehmen kann. Und dann hat die Rute auch genügend Rückgrat, um dann den Anschlag durchzusetzen. So, Freunde, wir werden jetzt unsere Power Hour nutzen. Tatsächlich brauchen wir jetzt die Live-Technik nur an einem Spot, um den halt genau zu treffen. Ich habe keine Karte vom Gewässer und Sido hat hier eine Stelle, wo es einen großen Stein unter Wasser gibt, auf einem kleinen Plateau. Und das wollen wir jetzt genau abfischen und dafür brauchen wir jetzt einmal die Live-Technik. Also, Power Hour. Let's go! So, Power Hour ist jetzt vorbei. Wir haben auch den Spot komplett gewechselt, ganz an den Bereich des Sees. Wir sind wieder da, wo wir. Oh, hang on. Wir sind wieder da, wo wir waren heute Morgen, beim allerersten Spot. Da habe ich einen guten verloren. Und ja, wir werden jetzt hier mit Finesse und Topwater das Ganze probieren wieder, bevor wir zu unser allerletzter Spot denn für das Abend hinfahren, wo wir dann viel mehr auf Topwater angeln wird. Mist, Tim. It was a very okay fish. Yeah? Yes. Yeah, and I really missed him. Big fish. Komm, 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 komm. Yes! Yeah, finally. It's not as big as I thought, but it's a nice fish. Okay, 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 we've got something. One, two, eight. 1 to 8. 1 to 9. Look, it's 1 to 9. Before he breathe. Okay, 1 to 9. Yep. Okay. Almost 1.3. Finally. Finally, nice fish on the Diggle, cranking the outside points of the rocks. Finally, we have a nice one in the boat. Nice fish. Oh, yeah. Ja, auf den Diggle. Wie gesagt, draußen die Steinkanten abgecrankt. Und er kam drauf. Ich habe gedacht, er wäre ein bisschen schwerer im ersten Moment, aber das ist manchmal, wenn sie hochkommen und das Maul aufmachen, da hat man viel Wasserdruck. Oh, endlich ein guter Fisch, ey. Wow. Man merkt's. Heute zählt jedes Gramm. Erleichterung bei Marc und gleichzeitig der Sprung auf Platz 2. Frage ist, wie lange das währt? Okay, warte, ciao. Was ist die Beute?
Jetzt hier. Oh, bien. Oh. Bien. Bien hecho. Lo prometido es deuda. So, Gewicht 540 Gramm. Keeper. Muy bien. So, Kleiner. Nicht verpetzen. Ah, sehr gut. So langsam fühlt sich die Karte. Noch nicht viel dazu beigetragen, aber einer muss ja das Keschern übernehmen. Buen hecho. Muy bien. Fisch. Besser. Por favor, por favor, por favor. Oh, bueno, bueno. Sube, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Estoy aquí, estoy aquí. Ya está. ¡Wow! Máquina. Mira, se soltó. Der war dumm, Billy. Was Kilo? Er hat lieber nur ein Schlückchen Wasser getrunken, der Kleine. 0,99. Hey, ein paar Gar. Ciro kontert, Luis keschert. Die klare Arbeitsteilung bewährt sich auf jeden Fall. Triton Cell holt sich Rang 2 zurück. Noch gerät der Tabellenführer allerdings nicht in Bedrängnis. Either we hit our spot that we caught well a couple of days ago, and yesterday we didn't. There we go back in there. Hmm? And there we go back in there. I think we should go somewhere near the dam, to be honest. I think that I think my feeling tells me that the fish are just biting better around the dam. Yeah, yeah. Like, and the water, like, the water around the dam. That spot we have, like, we know they hold more fish than what we actually caught. Yeah, for sure. So. And everything was a little bit more like quality fish than here. Yeah. So yeah, let's not waste time. Okay. Just go. Wichtig ist es, wenn man so hart an den Steinen angelt, dass man immer wieder die Schnur kontrolliert im ersten Meter, ersten zwei Meter. Weil nach einer Zeit ist die ganz schön aufgeraut. Und es kann sein, wenn der Fisch dann kommt, oder es ist sehr wahrscheinlich, wenn der Fisch dann kommt, haut es einem die Schnur durch. Deswegen, wenn man hart an Steinen angelt oder Muscheln auch zu Hause, beim Barschenzander angeln, immer gucken, dass die Schnur in Ordnung ist, dass man so einen wichtigen Fisch im Turnier dann auch nicht verliert. Maybe mine is. Come on. Where are you? Oh, oh no, fuck. Putain. Unbelievable. This one? This one is a keeper, I think. And that one is a. 0.64. Cool, man. First keeper. We are in the game. We are in the game. Congrats, my boy. First keeper of the day. After a lot of small ones, we are happy. Come on. Cool, man. Yeah. Bye-bye, my friend. Endlich was Wertungsrelevantes bei Hearty Rice. Damit steht jetzt nur noch ein Team gänzlich ohne Punkte da. Könnte sich jetzt aber vielleicht ändern. Fisch on. Yes. Yes. Ah, oh, it's a Zander. For me, no bass. Zander Master. One pike on this morning.
and a zander tonight. He totally hit my bait. It's a good fish, but not the good one. Komm, jetzt zeig schon her. Alter, sehen die krass aus. Ich hab's dir doch gesagt. Ja gut, dann lass uns los. Die Leute brauchen das Zeug. So, ich habe gerade jetzt den kleinen Bass gefangen auf den Mollix, gehört er her. Super geeignet zum Netriggen. Wie ihr seht, wir fischen extrem viele unterschiedliche Techniken. Jetzt hat es mit einem Netrig gekommen. Und für diejenigen, die vielleicht Lure Drop nicht kennen, es gibt sehr unterschiedliche Boxen. Also wir haben Boxen zum Beispiel, die nicht nur zu unseren Abo-Boxen, die monatlich rauskommen, da gibt es auch Spezialboxen wie schwedische Box oder Pike Box oder ein Thunder Box. Und vor allen Dingen, vielleicht kommt auch ein schöner Bassbox. Da solltet ihr unbedingt die Augen aufhalten dafür. Ja, aber genug gelabert erstmal, weil jetzt wenn wir Spot wechseln, we're gonna change spot? Yeah, we're gonna change spot. Like this is this morning area and it's kind of shut down. So in pre-fish we had a good, very good evening in one narrow bay with some weeds, some rocks, yeah. Quite attractive. Actually we had one very cool night. And one very shitty one. That's it. Also es war so, echt genauso im Training, wie er sagt. Einmal richtig geil, einmal ziemlich beschissen. Wir hoffen, dass wir wieder das Geile treffen. Also we hope to hit the good one again this evening. We need to hit them, my friend. Wir sind jetzt am nächsten Spot. Hier haben wir gestern im Training auch Fisch gefangen. Erster Wurf, direkt einen Biss gehabt. Meine persönliche Mission für heute ist es noch, einen maßigen Fisch zu fangen. Ich will nicht viel, aber ich will wenigstens einen Fisch nehmen. Ah, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. 101. Finally we get a kilo fish. One gift from Garcia Sola. We hope we can catch a couple more before the end of the competition. We release this beauty now. Bye baby, thank you. Got it on a Ganki Vista Worm, 5.8 inches size.
This is the color called the watermelon with black seeds. That means there are little black flakes on it. I think it works better than the others because with this strong sun we don't need to make so much of shine in the water, and we should keep light and we should keep as natural as possible. As you see, I really shake it slowly on the ground. This is an interesting spot because in front of the rocks there are more rocks in the water. They get deep until 7 or 8 meters. It looks like this is what we need for the moment to get some bites. We hope we can get a couple more before the end of the competition and fill the paper. Inzwischen ein realistisches Ziel. Währenddessen hat Eule technische Probleme. Das war ich, ja, das meine ich doch. Ist das sicher? Oder hat er eine separate Sicherung dafür? Ja, das meine ich, ja. Da, aber nein. Das ist alles angeschlossen. So. Technik, die nicht funktioniert. Ja, lass mal raus. So, Jungs, ihr seht es ja. Es ist also, wenn man kein eigenes Boot hat. Irgendwie geht unser Live-Technik nicht. Und ich habe jetzt auch keine Zeit, darum zu suchen, irgendwie deswegen. Das war's mit Live. Bei Zack ist man leicht gereizt. Bei Julot und Fred geht es langsam schon Richtung Frust. I lost it on the bottom. Honestly, I lost it on the bottom. It's immediately. Oh. Man. Oh, it's so ready with the net. Shit. I'm so ready to found the fish and not to catch them. Fucking hell. Fish on. Nice one? Oh, no, I don't know. More maybe. Can you please net it? Yes, oh yeah. Nice. It's a nice one. I am on the rocks. Oh man. Ah, merde. Also perfect thunder fishing here in this lake. There are a huge amount of these fish. Maybe that's interesting for our German friends who want to make a holiday for thunder fishing. Here, Extremadura is amazing for thunder fishing. So right now we are fishing like topwater pencil bait in the shadow area. And we are fishing with this pencil bait, like walking the dog from left to right on shallow banks with some weeds and some nice little stony area. I'm using a Striking Sexy Dog. I've been using this one for years on this lake. So years after year, it worked very well. So when I need a pencil bait, I just pick up this one and go cover some water. Fish. Geile Sau, richtig geil. Unglaublich. Unglaublich. Oh. 780 Gramm oder was? Der ist Maß. Der hat maßig. Ja, ja. Was hat er? Ach, 16 Mitteilungen auf 17 mittlerweile da. Kleinvieh macht auch Mist, Freunde. Jetzt geht's weiter.
Unglaublich scheint mir ein bisschen hochgegriffen. Aber immerhin, bei Markus und Frank klappt es auch ohne Echtzeitsonar. Wichtiger dritter Fisch. Bei Ilex arbeitet man an Nummer 6. Got it. Good fish. Another one. Good fish. Oh! No! No! Oh, that was a good fish, man. Yeah, I saw it. Kilo off, even more. Wow. Can you believe it? I mean, almost not. If I was not here, I would not believe it. Die Animation von Papa kann ich zum einen über die Rute machen. Wenn ich ihn so, die Rute so nach unten schlage mit so einem kurzen Twitch, dann ploppt er, dann geht er quasi unter die Oberfläche und macht diese Blase. Ich die Rute ein bisschen hochnehmen und mehr ziehe, dann spuckt der Popper mehr. Und dieses Ploppen kann ich eben auch über die Rolle machen, dass ich ihn einfach einmal kurz über die Rolle anstarte. Wobei er dann ein bisschen unkontrollierter ist, dann ploppt er manchmal, spritzt manchmal das Wasser. Und eben wenn ich mit der Rute in die lockere Schnur einen kleinen Twitch gebe, dann ploppt er. Und wenn ich mehr ziehe nach oben, dann spuckt er mehr Wasser. Und natürlich kann ich den Escapop auch über die Route dann Walking the Dog führen. Aber im Moment wollen sie es wirklich langsam. Deswegen immer nur so ein paar kleine Impulse und dann wieder ruhen lassen. Da kommen die Bisse. Die kommen auch. Got it. Fisch. Jochen, du stehst am Netz. No. No, I don't think so. Ja, dann kommt auch der Biss. Und wie ihr seht, es gibt auch Fische, die hängen bleiben. Leider Gottes sind es die kleinen Fische. Und ich hatte eben wirklich einen richtig großen verloren. Der ist gesprungen, hat den Popper losgeschüttelt. Ja, und jetzt haben wir wieder hier so einen kleineren Kandidat, der, so wie es aussieht, nicht mal die 500 Gramm hat. Der wird wieder irgendwie 460 wiegen oder sowas. Yep, exactly 500 Grams. Good job. Wow. At least. Finally, at least. We feel a place in the top water. Yeah, small fish, quick release. But thank you. Oh. Ja, also wie gesagt, die wollen es ein bisschen langsamer, man hat es eben gesehen, stehen lassen. Und die Attacke kommt. Ist kein Riese, aber immerhin mal wieder ein Fisch fürs Papier. Oh Mann. Ich muss sagen, langsam spüre ich ein bisschen Druck wieder. Ich meine, alle anderen haben bestimmt auch ganz gut gefangen. Habe nicht viel mitbekommen heute von den Ergebnissen. War echt fokussiert auf das Angel. Klar, wir haben eine starke Gruppe. Der Ilex wird wie immer sehr stark sein. Und eine oder andere Überraschung wird es auch natürlich geben, wie immer. Und deswegen, wir brauchen unbedingt unsere Full Card mit drei vernünftigen Topwaterfisch. Ich werde ungern, dass wir alle drei am See nächstes Mal brauchen. Obwohl wir deutlich mehr confident da sind, aber wir waren nur einmal darauf. I think the Czech team fished the spot right before us. I don't feel good with a spot that is fished by another team. Yeah, that fucking sucks. Man sollte meinen, dass sich die Teams auf so viel Wasserfläche seltener in die Quere kommen. Hardy Rice angelt jetzt also dort, wo vorhin noch die Konkurrenz von Zack stand. Daniel und Paul befinden sich nun relativ mittig. Triton Cell und Ilex angeln ein Stückchen voneinander entfernt im Nordosten. Und Frank und Eule haben nach der Rückkehr in die östliche Flachwasserbucht offenbar Blut geleckt. Fisch. So, und jetzt ist das ist der. Besser, ne? Denn ich will an. Anker gesetzt. Ah. Achtung, Frank. Jo. Kommt. Ja, ja, ja. Das ist alles so scheiße. Das ist wieder mit dem. Aber der hat trotzdem. Der ist okay. Gut. Der hat 600. Besser als nichts. We have one hour. We were kind of focused on
getting the strike on top water because that's a relief. And we get like the three biggest fish on top water. But with 1 hour, if we don't secure the three fish, we are fucked. So we need to secure the three fish, even if they are not big, because then we can eventually make a comeback. That's hard because guys are really rocking in top. But that's the idea. So we go back to the first spot as this morning. We know the fish are there. We know we were not lucky with the small one. Normally we don't have such a small fish there. So hopefully by the end of the day, some bigger one will come up. Yeah. And then maybe I will miss them again. Mm-hmm. Finger crossed. Go. We can do two things. We can go to the shadow spot again. Yeah. Do the drift, the long drift again. Yeah. Longer till the end. We can go to the solid rock. Where? Sorry. At the harbor. Near the harbor. That's the last. The first spot we did. Yeah, but the last options. That's the last options. Because it's so close to the harbor. So. We can do maybe two spots more. Maybe. Yeah, then. Maybe again to the spot. The shadow spot, yeah. And try if we can catch another keeper size. Maybe. Okay, go on. And after the solid rock. For the end. For the last 15 minutes or something like that. Okay. I'm okay about that. Yeah. So, jetzt etwas Kleines, weil ich denke, die stehen auf kleine Köder, gell? Habe ich das Gefühl irgendwie. Weil der Frank fängt mit seiner großen Krabbe nichts oder weniger. Das ist tatsächlich so, ne? Nix war nicht, wollte ich jetzt nicht sagen, aber weniger. Du kriegst ja weniger Aktionen wie ich, gell? Das liegt daran, dass die kleinen Köder wollen. Pass auf. Und da kommt er uns am Vito genau richtig. Vito in 60 mm. Fisch! Achtung, da hängt in dem Krautpatch drin. Egal. Egal, pass auf, halt, der ist noch nicht gefangen. Der hängt wie Sau. Aber er ist da auf jeden Fall. Schüttel dich nicht los, mein Freund. Ich hol dich. Selber so. Oh Gott, ist das ein fetter Krautbotz. Muss das sein. Langsam. Achtung, ja, Frank, wir treiben noch, lass mich einfach. Jetzt ist er weg. Ist er weg? Ja. Der hat gerade noch gezogen. Okay, jetzt ist er wieder da. Da? Ja. Ich helfe dir, komm. Ja. Mach mal Kraut weg. Aber warte. Da ist ein. Da hängt irgendwo noch weiter unten. Na, jetzt ist er weg. Jetzt ist er. Ja, da ist er. Ja. Alles klar, okay. Ja, das hab ich doch gesagt, Mann! Alter, was ein Kampf hier im Kraut, ey. Unglaublich, was eine Kanone. Geil, richtig so, geil. So, da ist er, Bass. Richtig geil. Ah, perfekt, das Teil. Super, Unterborder. Wie gesagt, in 5 Minuten, habe ich gesagt, fängt die Stunde des Jägers an. Hast du von denen noch einen da, von den Topwater? Ja. Ja, ich war schon zweimal weg. Super, Baby. Du warst ganz wichtig. Ach, vor meinem Kopf. Junge, das war richtig eine geile Nummer. Das war krass. Dann kannst du mir davon auch eingeben. Dann kann ich besser nochmal. Der läuft, oder? Nicht? Oh, nein. Gut. Geil.
gemacht. Sehr geilen Job gemacht, Alter. Du bist on fire heute. Wie du es mir versprochen hast. Sehr geil. Sehr geil gemacht. So, für das, wo ich vorhin so Pech gehabt habe mit dem Topwaterfisch, habe ich jetzt echt Glück gehabt, Alter. Danke, danke. Vielen Dank für diese Lektion. Super. Diese Ecke ist jetzt ganz heiß, der Topwater, mit Sicherheit. Das habe ich genau gewusst. Wenn die Sonne weggeht, haben die Jungs noch mal Hunger. Das ist wenigstens der einzige Plan, der heute funktioniert hat, den wir heute gemacht haben. Geil, ne? Die ersten Big Points für Zack und wer weiß, vielleicht hat Olli ja recht und die Bass haben sich das Beste für die Abendstunde aufgespart. Fisch. Mit Tim. Yep. Crazy. Geht weiter. Yes! Another kilo fish. Okay. I'm a little bit stuck. Did you go? Do you want to jump in? Oh, that's a nice fish. Something to be happy for. Yeah. On a hard day. For sure. 102. Okay. 10 grams. Every gram counts on another, days like this. Another nice kilo fish. We are still fishing some outside point and getting closer to the sunset. Maybe some fish is coming to the shallow water. We are fishing now, in fact, on 4, 4.5 meters, and we still stay light with our rigs. A little 3 grams shaky head worked very well. Today, Vista Worm was the bait of the day. Yeah, last spot and last hope. Already two fish, two boats are fishing there, but our main boat, kind of, is free. So we're gonna approach gently because it's very shallow. So lose a little bit of time to approach, but that's a key to not to scare them. So it's important. I don't want to lose any time putting the live. We put it away to keep space. We will do it old style. Old style never die. Pichon, non! Oh, je l'ai vu! C'était un bass? Yes, was a bass. It was a bass. And a nice one. Yeah. He bite once and then bah, he come back. And I missed it twice. Unsere letzte Stunde ist angebrochen und wir werden jetzt unsere Live-Technik anschalten. Wir haben einfach einen Grund, nicht weil wir Fische suchen, sondern weil wir Struktur unter Wasser suchen. Und diese Points, die quasi, also diese Spitzen, die aus diesen Felswänden rausragen, kann man mit dem 360 sehen, ist aber sehr schwierig. Mit dem Live sieht man natürlich super, wie diese Spitze da rausgeht. Deswegen machen wir das Ding jetzt an, weil diese Strecke haben wir noch nicht gefischt. Hier haben wir uns noch nichts markiert. Und suchen ein bisschen mit Live diese Spitzen. Und wenn wir so eine Spitze finden, werden wir die ein bisschen länger ausfischen. Fisch. Jetzt kümmere ich um den Fisch. Ja. Ja. Oh, wir laufen auf. Ja. 088. Baby, vielen Dank. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, Alter. Aber 16 Stunden Angelzeit. Der zweite Topwater-Bass in kurzer Zeit und plötzlich sieht es für Markus und Frank gar nicht mehr so schlecht aus. Bei Johann und Chris hingegen wird es langsam eng. Time is running against us. Puh. Half an hour to left. We changed the spot. This is the last time.
We need three keepers. We need two keepers. Two. We have one. One is not enough. Yeah. Yeah, that's fishing, but... No, that's not fishing, that's... That's mad. Du träumst von einer dicken Mutti? Dann habe ich jetzt eine richtig fette Aktion für dich. Denn dieser Perch Glider plus drei Fett Louis im Gesamtwert von 40 Euro kannst du jetzt kostenlos absahnen. Die ersten 50 Kunden, die den Hechtkurs bei der Anglerschmiede von Enrico und mir kaufen, erhalten dieses pfängige Hechtpaket dazu, damit die Mission Big Mama nicht an den Ködern scheitern kann. Einfach an der Kasse den Code MONKEY eingeben und neben den 4 Gratis-Produkten noch zusätzlich 10 Euro Rabatt erhalten. Viel Spaß mit dem Kurs und viele dicke Muttis. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 Euro auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boot Center. Willkommen an Bord. Fisch. Oh. Big one. Oh no! I just want to die. Oh là là, c'est un bass, c'est sûr. For sure. Oh là 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 là. Le long du mur. Just on the top of the wall. Bim! For sure it was a bass. It was a bass. Oh là là. And a big one. Oh. I keep pressure, but it's hook off. Hooks off. Oh, whoa, whoa, whoa. What a day. What a day. What a day. We saw fish, we caught fish, but for the tournament, for the competition, it's not enough. It was a good day on the water, but a bad day for the YPC. Oh. Ich habe jetzt tagelang mit dem Dickel hier wirklich hart an den Stein geangelt. Und der hintere Haken war jetzt schon ziemlich stumpf. Ich habe den jetzt schon 2-3 Mal geschärft, aber irgendwann ist so ein Haken halt auch mal am Ende. Deshalb kommt hier jetzt ein neuer Haken drauf. Für die letzten Minuten sozusagen. Und das ist, wie gesagt, der Dickel, der hat jetzt heute schon Fisch gebracht. Ein großer ist leider davon gesprungen. Er fängt auch super Zander und Hechte. Zander hat man jetzt auch schon ein paar hier gesehen da drauf. Das Besondere am Dickel ist, der hat eine sogenannte Winglet Lip, so nennen das die Japaner. Das heißt, die ist so ein bisschen gebogen. Das stabilisiert den Köder zum einen im Flug. Das heißt, er fliegt sehr stabil und dadurch sehr weit. Es ist natürlich auch noch ein Weight Transfer System drin, um noch weiter zu werfen. Also ihr werdet euch wundern, wie weit das Teil fliegt. Aber eben auch mit dieser Lippe taucht er viel steiler. Wenn ein normaler Crankbait so runter geht, der Dickel geht wirklich fast steil nach unten. Das heißt, ihr kommt sehr schnell auf die gewünschte Tiefe, was hier jetzt zum Beispiel sehr wichtig ist. Und bleibt auch sehr lange auf dieser Tiefe, fast eigentlich bis am Boot. Weil wenn ich ihn am Boot hochkurbel, kommt er eigentlich hinterm Boot schon wieder hoch, weil er wirklich so toll auf Tiefe bleibt. Hat eine sehr dumpfe Rassel drin. Und da gibt es verschiedene Tauchtiefen. Der wird dann auch ein bisschen kleiner. Da gibt es einen 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter und die 2 Meter und 3 Meter Modelle sind dann auch ein bisschen kleiner. Die ich zum Beispiel auch sehr viel in der Heimat oder in Holland angel. Sollte man auf jeden Fall in der Box haben.
Yes, stop. Vamos. The man. Lo sabía que el chat es hat vor drei Minuten gesagt, zu dieser Uhrzeit, Tageszeit, Shutterbait, keine schlechte Idee. ¿Cuántas veces lanzaste ahora? Dos. Zwei Würfe. Pum. ¿Llega? 620. Come on, come on. Auch wenn die Größen noch ausbaufähig sind, Ciro bleibt eiskalt. Bärenstarke Einzelleistung des Lokalmatadors. Und jetzt, wo kaum noch Zeit auf der Uhr ist, entwickeln die Bass anscheinend Appetit. Fisch. Big Bass, Big Bass, komm mal, komm mal, komm mal. Belly hook, belly hook. Yes! Watch it, watch it, watch it. Yeah, it's... Okay. Ach, gerade noch einen neuen Haken drauf gemacht. Just change the hook. 1, 2, 4. 1, 2, 4? Yep. Okay, approved. Unser zweitgrößter Fisch des Tages auf dem Dickel. Mit der, ja, hat schon ein bisschen was drin. Fressen tun sie. Zumindest ist ein bisschen was im Maul. Yes. Vielleicht sind es am Ende eben Details wie ein neu montierter Drilling. Während bei Headbanger mehrere gute Fische verloren gegangen sind, bringt Mark die Zähler aufs Board und bringt sein Team kurz vor Schluss auf Tagessiegkurs. Ein paar Minuten bleiben aber noch. Ist hier noch was drin für die anderen? Oh, das sieht. Ich hab einen. Bien. Epa, baja, baja. Sí, 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 sí. Por favor. Bien. Oh. Oh, wie du mal weh. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Toma, wir seguir yo pescándole. In den letzten 6 Minuten, Freunde. Letzten 6 Minuten und ich habe gerade noch zu ihm gesagt, es ist echt bitter, dass wir keinen Fisch auf Topwater bekommen haben. Oh, ich hoffe, der hat die 500 Gramm. Oh! No? Boah! Freunde! Das nenne ich mal eine Punktlandung! Tante Diene. Ich bringe einen Fisch in die Wertung und es ist dann auch auf Topwater. Oh, ich glaube es nicht. Oh, yeah. Qué putada. Yeah. Das heißt, wir haben am zweiten Tag nicht so einen großen Druck und brauchen nur 2 Topwater-Fische noch bekommen. Oh. Yes. Qué putada. Uno menos. Sí. Bumba. This guy, last year, the last 5 minutes, Topwater. Solid keeper. Yeah. Never give up. Never give up. It's over when the referee says it's over. Fisch. Es bueno. Este sí. Este es bueno, Die letzten Minuten, Freunde. Wir haben nur noch 4 Minuten. Oh. Oh, Scheiße. Ach du Scheiße. Oh. Wow. Oh. Let's go. 1,48. 1,48. 1,48. Bien. Bien hecho, eh? Ist nicht mein Fisch, aber ich präsentiere ihn einmal für euch. Wir haben genau 3 Minuten noch. Und jetzt haben wir anscheinend einen Glory Hole gefunden hier. Let's go. Im Angelkontext spricht man eher von Honey Hole, glaube ich. Naja. Durch Ciros Fang rückt Louis kleiner Bass erst einmal in die Reserve, könnte aber wieder reinrücken, sollte es am Oriana mit den Topwaterfischen nicht laufen. Wegen der Zeitstrafe ist damit für Triton Cell so gut wie Schluss. Dem Rest hingegen bleiben noch gut 10 Minuten für den Lucky Punch. Mark ist allerdings nicht allzu zuversichtlich. Wir sind gestern hat uns eine schwarze Katze gekreuzt auf meinem Weg im Dunkeln über die Straße.
Und dann habe ich auch noch im Halteverbot geparkt abends, weil wir so spät waren und alles voll war. Vielleicht war das schlechtes Karma. Bad Karma, the black hat in the not allowed to park area. There's another big fish, you see them? Oh yeah, there's really some big fish. Jawohl, Frank the Tank. Ich sag das, ab und zu mal. Oh Gott, Leute. Der könnte gerade massig sein. Ich glaub's nicht. Aber Petri, Junge. Sehr geil. Das klingt gut. Optimum. Das passt nicht? Nee. Nee. Geiler Zipfel. 5,5. Wiegt noch ein Ei aus. Again, it didn't take it well, man. It's not too small. Oh, again. Yeah. There's something wrong. Got him. Decent? Not bad. Maybe it weighs. Yes, try it. It's a bit chunky, I have to say. Yeah, maybe it weighs, you never know. That's a keeper now. 500. 500. 0.5. Nice, 0.5, my boy. 0.5 top water point. Take it off before it changes. Oh. Geil. No time. Okay. Der Topwater Bass auf Reserve entschädigt Team Lure Drop zumindest ein wenig für den ansonsten ereignisarmen Nachmittag. Das war's aber noch nicht. Einen letzten Fisch kriegen wir noch zu sehen. Oh, Fisch! Oh my god! Go in! Oh my god! Go in! Go, go, go! Oh shit! I'm with you, in front. Yeah. I hope it's a bass. If it's a bass, it's a massive bass. It's a bass. Oh shit! Come on! Come on, baby, come on! Oh shit! Damn! Oh, look at this bike! Straight across here. Yes! Oh sh! Man. He was on the weeds. I think I was blocked, but no, I was blocked. You need to understand with something. A big bike. YPC bass. No. Bass, B-A-S-S. Not boat, not bank, nothing. Yeah. Just bass, please. Wow. Man. Beautiful bike. Yes, that was nice. 80 plus. Sorry, I didn't put it in there. No, it's a problem. It's a net for bass, not for bike, so big bike. Anyway, like this. Oh. Well, you this don't is the get end for us. Card. Yes, I think this is the end. Now that was the last cast. Guys, that has been hell of a day for us. Really hell of a day. We execute badly. We get, I think, some good intuition, but we really execute badly the bass. The bass is really a devil, and you need to train and practice. That's one of the thing with this bass. The hook set need to be delayed when you fish with a soft bait. There's bait. A lot of things. Hard bait, you need to really pull much more than any other fish on them. To make sure that they don't set off the hook. So that's all for us. Yeah. The other guys, really congratulations to the other team because you all, we are, I think, the only one that didn't get any fish, at least on the boat. But it was fun. Yeah, thank you, Fred. Fun. Thank you, Fred, thank for you the first day with you. And yeah. We will see you the next day. See you and cross finger for us. Yeah. Bye-bye, guys. Bye-bye. Paul, it was a pleasure, my friend. We still had a good time. We had a good time on the water, had a few bites.
We didn't see the monsters we wanted to. Well, we saw one, which was a good, good kicker. Ja, Leute, also wir haben ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt, vom ersten Tag. Aber es hätte auch natürlich schlimmer laufen können. Das kann ich wirklich bestätigen. Von daher, I'm just saying that we were hoping to have a slightly better day. Like, we probably were hoping for a little bit more weight, but it certainly could have gotten a lot worse. Yeah. Which is... We've done worse in practice. We've done worse. We've done much worse in practice. So, yeah, all in all, finde ich, a gelungener Tag, a nice day, a good day, a decent position to go into the second day. We're not out of it. Whatever the situation is, we're definitely not out of it. We know there's big fish on Oriana. Leute, es gibt riesen Fische on Oriana. We haven't... echt paar gute Fische in Training gefangen, some huge fish in Training. Yeah. Inklusive mein größter Fisch überhaupt, Bärste überhaupt in Europa. Ich hoffe, wir können ein bisschen was davon zeigen. Paul? Had a great time, my friend. Over and out. And it's such a pain not to continue fishing. Such a pain. On a night like this, you know, it's like perfect now. But, and we, but we have to go. We have to go. It's never enough. Ciao, Leute. Ciao. Danke, mein Lieber. Richtig geiler Angeltag. So, jetzt hat Jungs und Mädels, wir haben einen super Tag hinter uns. Wir haben ja die Tabelle mitverfolgt. Ich glaube, wir sehen nicht so schlecht da. Wir wissen zwar nicht, wie viel Fisch das wir haben. Aber wichtig ist, dass die anderen auch nicht so gut gefangen haben. Und deswegen glaube ich, ist eine gute Ausgangsposition für den zweiten Tag. Und wir werden mal sehen, was dabei rumkommt. Ja, ich würde sagen, der erste Spot hat überhaupt nicht so geliefert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ist völlig in die Hose gegangen. Ja. Dann kam noch kurze Ratlosigkeit dazu, aber zum Schluss ist der Plan genauso aufgegangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das stimmt. Oder? Ja. 1:1. Und ja, super gefischt heute. Super, wir haben uns nicht verzettelt. Wir haben uns an den Plan gehalten. Ich denke, das war ganz, ganz wichtig. Auf jeden Fall. So. Wir haben einfach unser Ding durchgezogen, so wie wir es im Kopf hatten. Und eigentlich freuen wir uns mehr aufs Orellana. Ja, Gewässer, auf jeden Fall. Ja. Weil da erwarten wir größere Fische, haben größere Fische im Training gefangen und wir haben ein paar richtig gute Spots. Ja, ja, und haben mehr trainiert, auch auf jeden Fall. Wir waren ja bloß einmal hier vorher. Von daher sind wir sehr gespannt, was uns erwartet. Genau. Jungs und Mädels, dranbleiben, fleißige Daumen drücken. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Leute, das war ein spektakuläres Ende mit Happy End. Topwater in den letzten 6 Minuten gefangen, dann fettes Upgrade. Hammer. Besser kann der Tag nicht enden. Dafür, dass wir ganz spontan einfach noch dazugekommen sind, um hier dran teilzunehmen. Ein Tag Training nur gestern hatten zusammen und er quasi ein Bass-Anfänger die Basics gestern beigebracht hat. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Tag. Wir haben gemerkt in der Gruppe mit den Ergebnissen verglichen von Gruppe A. Heute waren die Schwarzbarsche schlechter drauf auf jeden Fall, aber wenn man die Technik gewusst hat, hat man trotzdem ein paar bekommen. Das hat er uns heute sehr gut bewiesen. Ja, und wir sind jetzt aufgeregt auf die nächste Runde, denn das ist ein Hausgewässer und da geht's richtig zur Sache, Freunde. Dann ist hier Schluss mit lustig. Also, bis zum nächsten Mal. Gugaracha, Gugaracha, Gugaracha. It was an amazing, cool fishing day. Not cool. The fishing was perfect. The catching, it was the catching that was bad. Yeah, not the catch and release, it's the no catch. Something like that. But I am happy too, but it was a very hard day. Yep. Yep, yep, yep. I can't believe. Yeah. Struggling at that lake. We have this perfect spot, a lot. For the pre-fishing, we caught a lot. Not a lot, but some nice fish. Yep. Every time. Every time. Day. Every day. And now it's very, very, very difficult. All spot we fishing like good fishing. Yeah. So focus. So you concentrate. Yep. And yep. Don't pay off. Be happy. Thanks, mate. Welcome. It was a pleasure. Yeah, was a pleasure to play with you. No problem. Adios. Cheers, guys. Hasta mañana, hombre. Tough day. I mean, we caught a few nice fish, huh? But also we lost a few nice fish. We lost much nice fish, too much. Too much. In a competition where you mix with good anglers, you cannot lose more than 1-2 fish in a day. We started with kind of 4 in the first hour, so it started hard.
we tried to do our best, and well, that's fishing sometimes. There's still one more day to go, and we're going to see the results later. Everything is open. Orellana has really huge fish, big ones. Yes. But it's a really tough lake, at least for us. We had really hard times in Orellana. But it ain't over until it's over, so. At least it's finished. The day is finished. So let's run back and make a game plan for Orellana. See you guys. Adios. Gut, Leute, das war's für heute. Marc und Mattia könnten eigentlich etwas zuversichtlicher sein. Die beiden führen vor Team Lure Drop, das in der zweiten Tageshälfte etwas federn lassen musste. Auf Platz 3 rangieren Ciro und sein Padawan Luis vor Eule und Frank, die vor allem in den Abendstunden noch stark an ihrem Zwischenergebnis geschraubt haben. Wie gerade gehört, praktizieren Johann und Chris bisher weitestgehend fischfreundliches No-Catch, während die Jungs von Headbanger alles Mögliche gefangen haben, nur eben keine maßigen Black Bass. Trotzdem hat's Spaß gemacht und in der Abmoderation wurde teils ja schon angedeutet, was wir am Orellana zu erwarten haben. Bevor es für Gruppe B an diesem Gewässer weitergeht, ist aber erst einmal Gruppe A wieder an der Reihe. Dort riecht es für Fish and Chip nach Finale. Im Grunde haben aber alle Teams noch sehr gute Chancen aufs Weiterkommen. Seid also bereits nächsten Donnerstag ab 20 Uhr dabei und lasst uns doch heute noch ein Like und einen Kommentar da. Bis dahin, hasta luego und ciao.